Heute will ich euch wieder was zeigen mit dem Puppet. Heute will ich Seife selber machen. Dafür braucht ihr Rohseife, Flüssigseife. Ich habe sie schon geschmolzen und eingefärbt. Ihr könnt die auch so lassen. Ich habe so ein bisschen Lebensmittelfarbe dran gemacht. So, und das gießt ihr jetzt einfach hier drauf. Gießt ihr einfach den Puppet aus. Wenn ihr alles ausgegossen habt, könnt ihr es gerne noch ein bisschen mit Glitzer dran machen oder Pailletten oder was ihr gerne an der Seife hättet. Pailletten müsst ihr halt aufpassen. Das ist dann halt spitz, wenn ihr Hände damit wascht. Aber ihr könnt es auch einfach nur so zum Verschenken nehmen. Sieht dann schön aus, wenn man so ein bisschen mit Pailletten was garniert. Muss man nur warten, bis es leicht angetrocknet ist. Wir können mal gucken, damit es nicht ganz untergeht. Ja, sieht schon gut aus. Und dann garnieren wir das einfach so ein bisschen. So, wenn ihr das soweit habt, lasst ihr das wieder trocknen. Diesmal müssen wir das nicht so lange trocknen lassen wie bei Schokolade. Das trocknet relativ schnell. Meistens ist es schon nach einer halben Stunde fest. Müsst ihr auch nicht in den Kühlschrank stellen, lasst es einfach stehen und wartet. Und wenn es dann fest ist, geht es weiter. Bis dann. So, hier bin ich wieder. Jetzt ist die Seife getrocknet. Ich habe noch eine kleine Schicht drüber gemacht, weil die nicht so ganz verdeckt waren. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch noch mal machen. Wenn ich könnte es auch so lassen, aber ich finde, da sind ein paar abgegangen. Deswegen habe ich noch mal eine kleine Schicht drüber gemacht. So, jetzt drehen wir das um und drücken es raus. Mal gucken, wie es denn aus. Ah, sieht auch schon gut aus. Oder? Das haben wir mal ein Seifenpuppet. Ein wunderschönes Seifenpuppet. Richtig schön aus. Oder? Was sagt ihr dazu? Wenn man kann es dann brechen hier. Es geht ganz einfach. Einfach nehmen und dann hier so durchbrechen oder schneiden. Geht immer. Schere einfach durchschneiden und dann habt ihr Einzelstücke. Es würde mich wirklich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Es ist auch komplett kostenlos. Ansonsten ist hier eine Playlist mit weiteren Videos, die zu dieser Art gehören. Und hier ist auch ein Video aufgelistet, was dir möglicherweise gefällt.